Wenn mehr Dünger auf den Äckern landet, als die Pflanzen brauchen und aufnehmen können, ist es ein Problem für das Grundwasser. Weil dort zu viel Nitrat drin ist, müssen sich die deutschen Bauern seit 1,5 Jahren an strengere Düngeregeln halten. Das reicht nicht, sagt der Europäische Gerichtshof und fordert nun noch mehr Anstrengungen. Bis 2020 soll eine neue, noch strengere Düngeverordnung umgesetzt werden. Die Landwirtschaftskammer unterstützt die Bauern dabei mit Gülleberatern. Wir würden jetzt mal den Wurzelbestand auch anschauen. Mal schauen, wie sich das entwickelt hat. Hier wachsen Gelbsenf und Ölrettich. Sie sorgen dafür, dass unser Grundwasser sauber bleibt. Wenn wir uns hier die Pflanzen ansehen und vielleicht auch mal einen rausziehen, können wir eben deutlich sehen, dass die Wurzeln sich hier schön entwickelt haben, dass wir einen gewissen Feinwurzelanteil eben auch um die Pflanzen rum haben und die letztlich dafür gesorgt haben, dass die Nährstoffe eben über Herbst und Winter nicht ins Grundwasser ausgewaschen sind und hier insofern dieses Jahr in der Düngung so zur Verfügung stehen. Also auch für deinen Geldbeutel in dem Sinne eine super Maßnahme. Ja, das sieht man. Das kann ich mir schon vorstellen, dass wir da ein bisschen was gebunden haben. Genau. Seit 3 Jahren zeigt Lars Biernat Landwirten, wie Düngen richtig geht. Denn es kommt insgesamt zu viel Gülle aufs Feld. Das können die Pflanzen dann nicht mehr aufnehmen. Die Folge, es gelangt Nitrat in den Boden und dadurch auch ins Grundwasser. Eine Gefahr für die Gesundheit. Natürlich macht mir das Sorgen. Also wir wollen ja in 100 Jahren auch noch irgendwie sauberes Trinkwasser haben. Und da müssen wir schon alle zusammen drauf aufpassen. Trotzdem, mittlerweile ist das Grundwasser in halb Schleswig-Holstein belastet oder gefährdet. Wir müssen natürlich die Betriebe weiter optimieren. Dafür brauchen wir natürlich Zeit. Und wir müssen natürlich auch dafür Sorge tragen, dass wir möglichst viele Landwirte erreichen. Und dann können wir eben auch gezielte Gewässerschutzmaßnahmen noch besser in die Fläche bringen. Viele Landwirte sperren sich noch gegen die strengeren Vorgaben. Bei Landwirt Thomas Notbar sind die Maßnahmen angekommen. Wir machen seitdem intensiveren Zwischenfruchtanbau, sind immer bemüht, dass die Felder möglichst bewachsen sind. Das ist alles sicherlich vorher auch schon da gewesen, aber es wird doch immer weiter intensiviert. Die Gülle wird versucht, noch effizienter einzusetzen. Die Termine werden optimiert von der Ausbringung her. Und das sind alles die Summe der kleinen Punkte, die im Endeffekt den Nutzen bringen. Doch Berater Biernat sieht ein weiteres Problem. Die Viehbetriebe, also die, die Gülle produzieren, sind oft nicht da, wo der Dünger gebraucht wird, ballen sich in bestimmten Regionen. Er fordert deshalb, die Gülle müsse umverteilt werden auf die Gebiete, in denen zum Beispiel Weizen und Raps angebaut werden. Dann wollen wir mal sprechen über die 27 Millionen Tonnen Gülle und Gärreste, um die es bei uns im Land geht. Friedhelm Taube ist da von der Universität Kiel, er ist dort Agrarwissenschaftler. Guten Abend. Guten Abend. Herr Taube, Umverteilung von Gülle, das haben wir eben im Beitrag gesehen. Ist das nicht eigentlich die denkbar schlechteste Lösung von allen? Denn Schadstoffe landen ja dann einfach woanders im Grundwasser, oder nicht? Es geht immer um die Mengen. Gülle ist zunächst mal ein wertvoller Mehrnährstoffdünger. Nur wenn zu viel ausgebracht wird, dann kommt es zu Problemen in Bezug auf Nitratausträge. Und von daher macht eine Umverteilung der Nährstoffe im Lande absolut Sinn. Größere Gülletanks zu bauen, auch das wird als Lösung vorgeschlagen. Aber verlagert auch das nicht nur einfach das Problem? Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, damit wir das wirklich in den Griff kriegen? Also Gülletanks bauen in Ackerbauregionen wäre eine Lösung. Dieses Investment müsste aber dann auch entsprechend unterstützt werden. Und ich gehe davon aus, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium mit der Novellierung jetzt für Düngeverordnung auch solche Anreize bringen wird. Aber Sie müssen sich immer vor Augen führen, man transportiert 95% Wasser. Das heißt, jenseits von etwa 40 bis 50 Kilometern Transportwegen wird das ökonomisch schwierig. Und dann kommt eher die Gülle-Separierung ins Spiel. Das heißt, dass man Kot und Urin voneinander trennt und die Kotfraktion trocknet und als Dünger dann auch transportfähig macht. Jetzt sind ja nicht alle Landwirte im Land so aufgeschlossen wie der Mann eben im Beitrag. Die meisten sehen jetzt erstmal nur noch mehr Kosten auf sich zukommen. Ist das eigentlich noch die richtige Denkweise bei den Bauern im Land oder müssten die nicht generell umdenken? Ich glaube, da muss man etwas weiter ausholen, beziehungsweise auf die deutsche Gesetzgebung insgesamt eingehen. Wir haben einfach ein gewisses Politikversagen, das muss man schon zugestehen. Wir sind seit über 7 Jahren mit dieser Novellierung der Düngeverordnung befasst und es war vollkommen klar für die Wissenschaft, dass die Düngeverordnung von 2017 nicht durchgehen wird, weil so viel Einfluss auch seitens der Lobbyverbände dort reingegangen ist, dass klar war, dass diese Regelung vom Wasserschutz her nicht ausreicht. Es gibt 2 Gutachten dazu, eins habe ich auch geschrieben, die ganz klar vorhersagen, dass das nicht funktioniert. Nun haben wir die EU-Kommission mit dieser entsprechenden Entscheidung. Deutschland wird nachbessern müssen. Und es wäre gut, wenn jetzt alle in dieser Richtung voranschreiten. Wir wissen,
In Schleswig-Holstein ist mehr als die Hälfte der Landwirte sehr gut, aber es gibt eben auch in etwa die Hälfte, die andere Hälfte, die sich schon nicht an die Regeln der letzten Düngeverordnung gehalten hat. Sie fordern ja stärkere Kontrollen der Landwirte. Wie sollen die aussehen? Es wird ja so sein, dass wir jetzt voraussichtlich 2020 eine neue Regelung bekommen und 2021 aber die nächste, nämlich die sogenannte Stoffstromverordnung. Und das ist die eigentlich entscheidende, weil das, was jetzt für 2020 angekündigt ist, ist de facto auf den Betrieben überhaupt nicht zu kontrollieren. Das können Sie nicht nachvollziehen. Also brauchen wir ähnliche Systeme, wie sie auch in Dänemark zum Erfolg geführt haben, nämlich dass sämtliche Stoffströme in den Betrieb hinein und aus dem Betrieb raus, also Dünger rein, Milch raus, Weizen raus, dass das dokumentiert wird, im Idealfall über Buchführungsverbände und diese Daten direkt an die Kontrollbehörden gehen. Das heißt, hier wird häufig angeführt, dass die Datenschutzgrundverordnung dem entgegensteht. Dem würde ich immer entgegenhalten, wenn jemand Geld vom Staat bekommt, dann muss er auch dokumentieren, dass dies korrekt eingesetzt wird. Ein Vorschlag von Friedhelm Taube. Vielen Dank, Herr Taube, für die Einordnung. Gut.